So, wo waren wir jetzt, um einfach die Werbe zu halten? In Sultan. Oder so. So. Ähnlich. Wir waren beim Sultan. Falls jemand fragt, wir waren beim Sultan. Ich frage mich, warum niemand diese Kabel mitnimmt. Ich meine, hier liegen ja irgendwo auch teilweise die Stromleitungen am Boden. Und warum nimmt man die nicht mit als Seil oder sowas? Ich meine, wieso? Ich weiß nicht, wie steif die sind oder sowas. Oder ob da. Ich glaube, da sind ja dann auch noch Isolierungen drum. Ach nee, bei reinen Stromkabel nicht. Aber vielleicht sind das ja auch Telefonleitungen. Ich weiß es nicht. Und die sind ja noch isoliert. Die könnte man ja abziehen und auch in Streifen schneiden halt. Und dann auch. Und doch. Da. Erste Folge, erster Kill, wunderbar. Treffe ich den überhaupt? Sackgesicht, Junge. Was hat er dabei? Thunfisch. Können wir eh nicht mitnehmen. Bin der Meinung, gerade noch irgendwo was leise Knurren gehört zu haben. Wieso sind die Dosen eigentlich stapelbar? Das Holz, es ist ja. Wenn wir es. Ah, da steht ein Fahrrad. Das Holz ist ja auch stapelbar, wenn wir es hacken. Jawollo, wir gehen Fahrrad fahren. Bloß weg hier. So habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich die sehr, 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 sehr schwammig lenken lassen. Mann, was ist denn das? Das fährt sich aber echt beschissen. Hier gibt jetzt auch nicht die Third-Person-Ansicht. Sonst geht das ja, sonst kann man ja rauskommen in den Third-Person, aber geht hier gerade nicht. Jetzt können wir schneller vorwärts, sparen dadurch Energie und ich hoffe vielleicht auch Ressourcen. Liegt das vielleicht daran, dass hier nicht ganz so viele Leute auf dem Server sind und deswegen dann auch so viel Zeug überall rumliegt oder so? Woodhaven, naja, ich würde ja nicht würd eigentlich lieber gerne die große Stadt wiederfinden, weil da gab es ja so, haben wir ewig viele Rucksäcke gefunden, so ewig viele. Nein. Ehrlich gesagt, Wunder. Oh, den radeln wir davon. Wiedersehen. Wir müssen ja nicht kämpfen, wenn wir es nicht unbedingt müssen. Ist das ja die Stadt von. Ist sie das? Nee. Nee, das ist sie nicht, ne? Nee, ist zu klein. Ist leider zu klein. Ach, wie schade. Und es wird ja auch nicht anders sein wie in den anderen Folgen von Miscreated. Wir werden ewig, 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 ewig rumrennen und Ressourcen erstmal sammeln, um überhaupt eine gewisse Basis bilden zu können. Wir brauchen zum Beispiel noch Nägel, um ein Schild zu craften, mit dem wir dann auch ja das Land deklarieren können. Vorher können wir eh nicht bauen. Und dann müssen wir immer noch Land finden, wo wir bauen möchten. Weil wo es halt ideal ist. Man versucht ja immer so eine verklaffte Position ein bisschen versteckt und dennoch irgendwie vorteilhaft.
Aber auch so, dass wir das selber wiederfinden. Es gibt hier ja keine Karten. Wir müssen es schon auch selber wiederfinden können. Also idealerweise Wasser in der Nähe, eine Stadt in der Nähe, am besten die große. Weil die Gegenstände ja immer wieder neu spawnen. Also versteckt, Stadt in der Nähe und Wasser in der Nähe. Das wäre ideal. Und trotzdem noch auf einer vorteilhaften Position. Also nicht jetzt unbedingt einen Hügel runter oder sowas. Sondern eher einen Hügel rauf, sodass wir runter gucken können. Wo lang jetzt? Hotel sollten, wo geht's hier lang? Keine Ahnung. Gab kein Schild. Egal, dann radeln wir hier weiter. Momentan sind wir soweit ganz gut ausgerüstet, dass wir jetzt nicht so in diese kleinen Häuser rein müssen. Ich versuche das immer zu vermeiden. Wirklich. Das ist. Ja, sehr, sehr, sehr. Bisschen komisch, aber halt, wenn wir wieder Ressourcen brauchen, wenn unsere aufgebraucht sind, das wird jetzt, glaube ich, wahrscheinlich erstmal ein Weilchen dauern. Ja, muss ich natürlich wieder in diese kleinen auch rein, um dann halt auch alles abgreifen zu können oder weiter zu gucken. Klar könnte da auch ein Rucksack liegen. Aber ich verlasse mich da nicht so drauf. Ich möchte jetzt doch dann lieber ja, diese die große Stadt da wieder finden, wo wir so viele Rucksäcke das letzte Mal gefunden haben. Und wäre natürlich scheiße, wenn das Ding diesmal so irre von Zombies überlaufen wäre oder Mutanten oder was auch immer das hier ist. Ich weiß es nicht. Oh, das sieht doch schon mal besser aus hier. Was ist das? Ein Flüchtlings. Ist das hier ein Flüchtlingscenter? Na, du fährt er nicht mehr hoch hier. Wenn wir hier keinen Rucksack finden, dann weiß ich auch nicht. Oh, Zelte. Hab ich's nicht gesagt? Wenn wir hier keinen Rucksack finden, weiß ich auch nicht. Ah, ist das geil. Ups. Hallo? So, damit wir hier dann auch den andere Zeug schneller aufnehmen können. Gut, dann haben wir jetzt einen Rucksack, dann können wir auch. Yay! Wie geil! Hatte gerade was geknurrt. Oh, boah, fuck you! Fuck you! Hab ich mich erschrocken! Alter! Komm da runter, du kleiner Motherfucker! Oh! Nein! Lutsch mir doch den Sack! Ernsthaft? Alter, was ist das denn? Ist das Erdnussbutter? Nutsbread? Ist das Erdnussbutter? Egal, wir nehmen es erst mit. Alter, hab ich mich erschrocken. Oh, der hat auch gut entdeckt und wir bluten. Wir brauchen unbedingt Verbandszeug oder sowas. Unbedingt. So. Oh, ich hoffe, hier gibt es irgendwie Verbandszeug oder. Irgendwie Tücher oder sowas. Brauchen wir nicht. Oh, krass, das Blut sprudelt jetzt aus uns raus. Okay, das Messer, das nehmen wir auch mal mit. Was ist das? Rauchgranate. Da ist doch noch irgendwas. Was ist das? Achso, das ist nur ein Scharnier hier. Okay, da können wir nicht reingucken. Wir können ja hier nichts reingucken, das ist ein bisschen doof gemacht. Boah, ich höre es hier schon wieder knurren, ey.
Noch eine Rauchgranate. Und es war das gerade Munition, egal, die erstmal mitnehmen. Scheiße. Oh, wir werden jetzt ernsthaft verrecken und das nur wegen diesem einen Hoshi da. Wieso können wir denn eigentlich nicht die Hose ausziehen und dann die Stofffetzen nehmen? Oder warte mal, Moment, 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 Moment. Wir können das ändern, was ich verwenden? Nee. Oh, wir werden so krepieren hier. Scheiße. Irgendwie Verbandszeug oder ein Stofffetzen. Fuck, Mann. Ach, das wäre so scheiße, jetzt zu sterben, wirklich. Ich glaube, hier kommt auch nichts mehr jetzt. Okay, hier endet nur die Karte. Ja, das ist gelaufen. Schade. Das ist. Ja, ich habe mich gerade noch ein bisschen erschrocken. Yay, you died! Wie schön. Für auch so unspektakulär gemacht, so. Irgendwie dieses You died. So. Und das nur, weil ich den echt nicht gesehen habe. Der war auch so leise, ne? Ich habe den auch nicht gehört. Hat einer. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den gehört habt. Komischerweise fängt man immer so recht zentral an, habe ich das Gefühl, auf der Karte. So, hier waren wir schon so oft. Handschuhe. Kann man jetzt mal nehmen. Hier, andere Schuhe auf jeden Fall. Besser als die Flipflops. Ups. Ne, diesmal haben wir keine Flipflops an. Aber ich nehme dann trotzdem eher dann lieber die hier. So. Na, komm schon. Irgendwas Cooles. Ich frage mich gerade. Oh, ein Rucksack. Etwas schwul. Auch nicht sonderlich groß, aber wir haben erstmal einen. Wir haben erstmal einen. Wenn wir einen neuen finden, nehmen wir den natürlich mit. Oh, Camo Scarf. Was ist Scarf und Schal hier? Ja, super. Ja, und der pinke Rucksack, der fällt natürlich extrem auf. Ne? Der fällt extremst auf. Ein Beanie. Dann haben wir den auch wieder.
Und jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt aufs Fahrrad und dann geht's weiter, aber ja. Curve Guide. Die Guides sind immer gut, die kann man nämlich lernen. A curved wood structure. Ah, geil! Na, so. Die Guides sind gar nicht mal so schlecht, damit kann man nämlich seine Crafting-Kenntnisse erweitern, wie wir wissen. Und je mehr. Na, geh aus hier. Je mehr Crafting-Kenntnisse wir haben, umso besser natürlich, weil wir können mehr bauen. Und ich baue ja so unwahrscheinlich gern. Ich baue wirklich gerne. Das ist kein Witz. Ich mag Spiele, in denen man bauen kann. Deswegen, ich mag auch, hab ich ja schon öfters erwähnt, dass ich eigentlich auch Minecraft sehr gerne mag. Ambitioniert durch den lieben Gronkh mag ich auch Life in the Woods. Das macht so viel Spaß. Das tue ich momentan privat. Ich würde auch gerne vielleicht mal irgendwann, auch wenn es das wirklich überlaufen ist, nochmal ein Minecraft-Let's Play machen. Allerdings ist die Frage, ja, mit welchem Modpack denn halt oder sowas. Ich ganz ungemoddet möchte es dann auch nicht spielen halt. Das ist einfach, da sind die Möglichkeiten dann zu eingeschränkt. Einfach jetzt noch ein Life in the Woods Modpack oder Life in the Woods Let's Play zu machen. Das wirkt einfach so abgekupfert, was wisst ihr? Das ist einfach so klar, lässt sich das nicht vermeiden, so der eine, dass das Let's Player Spiele doppelt spielen. Geht nicht anders. Anders geht's gar nicht. So viele Spiele gibt es nämlich gar nicht. Gerade dadurch, dass, wie gesagt, ist ja auch, ja, da ich da ja ja, ambitioniert durch Gronkh bin, ja, wäre das so, keine Ahnung. Ich möchte auch keinesfalls jetzt irgendwie nachmachen wollen oder sowas. Nacheifern, vielleicht irgendwo, ja, klar, man hat ja natürlich immer irgendwo, irgendwie auch noch mit 27, irgendwo irgendjemanden, zu dem man aufschaut oder sowas. Oder an dem man sich ein Beispiel nehmen möchte. Jellycat, Diesel, okay. Brauchen wir nicht. Jetzt sollen wir finden hier ein Auto, irgendwie noch ein Auto finden, dann nehmen wir den Diesel mit. Ja, und Gronkh ist definitiv einer, er ist ein wirklich. Also er wirkt zumindest in den Let's Plays wirklich sehr, 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 sehr sympathisch. Allerdings, man weiß ja auch nie, wie solche Leute privat sind. Ich möchte jetzt nicht schlecht über Gronkh reden. Keinesfalls. Wirklich keinesfalls ist. So, aber es gibt ja Menschen, die sich dann auch wirklich in der Öffentlichkeit anders darstellen, als sie privat sind oder sowas. So, lieber Gronkh, ich möchte dir wirklich absolut nichts unterstellen. Wirklich rein gar nichts. So, es ist halt nur einfach so. Ja, ich denke, jeder kann auch mal Arschloch sein. Auch ich würde von mir selber behaupten, dass auch ich. Oh, hier, Panzerband, super. Dass ich definitiv ein Arschloch bin. Ich kann definitiv ein Arschloch sein. Wenn mir irgendwo etwas nicht passt, dann sag ich ehrlich meine Meinung. Ich halte eigentlich sehr, 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 sehr viel von Ehrlichkeit. Sie bringt zwar in erster Linie, ja klar, mögen sie vielleicht irgendwo Ärger verursachen. Aber ich finde, Lügen ziehen einfach immer noch so einen Rattenschwanz nach sich. Da hat man im Endeffekt mehr Ärger mit und muss auch irgendwo versuchen, dieses Lügenkonstrukt aufrecht zu behalten, damit, ja, und verstrickt sich dadurch immer weiter in Lügen und immer weiter, das ist einfach, und irgendwann bricht das Kartenhaus halt zusammen. Außer du bist einer von der CIA ausgebildeter Supersoldat oder sowas, dann könnte das vielleicht durchaus funktionieren, dass du da das halt schaffst, ne? Ah, nee, nee. Ja, ich bin da auch mal so, mal so, mal bin ich Arschloch, mal bin ich lieb. Also ich versuche eigentlich Menschen wirklich in erster Linie zu helfen und sie auch zu verstehen, denn halt, wenn.
und oder zu begreifen, warum ein Mensch so ist, wie er ist, ne? Das ist und bin da ja eher langsam mit meinen Vorurteilen oder sowas. Aber da kannst du, das ist so und ich möchte einen Menschen erst wirklich kennenlernen, bevor ich mich dann irgendwo auf ihn einlasse oder das ist auch immer klar, ich versuche auch zu helfen. Wenn ich sehe, es geht einem Menschen schlecht, ich war selber schon in einigen oder bin es teilweise auch noch irgendwo in einigen schwierigen Lebenslagen und man versucht ja natürlich auch irgendwo zu helfen, einfach weil man das natürlich nachvollzieht, gerade wenn man es nachvollziehen kann und dann trotzdem irgendwo nicht bereit ist zu helfen, verstehe ich solche Menschen nicht, das sind einfach egoistische Arschlöcher und nie mit Egoisten möchte ich auch nichts zu tun haben. Ich glaube, ein menschliches Miteinander, egal ob man jemanden kennt oder nicht, ist ein Nehmen und Geben und alles rentiert sich irgendwann, finde ich. Oder glaube ich zumindest. So, das ist so dieses Karma-Prinzip. Oder man erntet, was man sieht. Halt sowas. Wir brauchen immer noch eine Axt, ne?